herzlich willkommen zum FIFA World Cup 2022 in Katar, zum Orakelspiel. Freunde, ich lasse hier nur zwei KIs gegeneinander antreten. Ich spiele das nicht, also wenn eure Mannschaft verliert, dann kann ich nichts dafür. Also nicht über mich schimpfen, sondern dann über FIFA schimpfen, könnt ihr gerne machen, da habe ich kein Problem mit. Es ist immer 24 Stunden vor dem tatsächlichen Spiel der WM, kriegt ihr hier diese quasi... Ja, ich nenne es das Orakelspiel. Seht ihr dann eben vorab die Partie. Wie gesagt, zwei Legenden-KIs spielen gegeneinander, wie die Originalpaarungen sind. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und lasst mir noch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß und auf geht's jetzt. Liebe Fußballfans, willkommen hier im Lusail Stadium. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus dem Achtelfinale dieser WM. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Achtelfinale also in diesem Wettbewerb, Wolf. Und jetzt wird es langsam ernst. Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Beide mit guten Chancen. Und das spricht natürlich für eine interessante Begegnung. Das ist die brasilianische Aufstellung. Im Tor ist Alisson. Marquinhos spielt mit Thiago Silva in der Abwehr. Rafinha steht mit Vinicius Junior auf dem Flügel. Und im Sturm sollen es in diesem Spiel gleich vier Angreifer richten. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Anpfiff und los geht's. Wang Hee-chan. Ball ist weg. Casemiro. Vinicius Junior. Neymar, klasse gemacht. Und dann kommt doch noch dieser Ballverlust bei diesem Steilpass. Rafinha. Schuss kommt nicht durch. Viel hängt heute natürlich von Neymar ab. Der Abschluss, klar, das ist die große Stärke. Ist immer wie... Aber das ist jetzt die Chance. Ja, den hält er natürlich. Also Wolf, aus der Distanz musst du eigentlich mehr draus machen. So ist es kein Problem. Er geht dazwischen. Lucas Paqueta. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Rapinha. Brasilien im Angriff. Vielleicht die Führung jetzt. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können.
Da schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kim Jin-su. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Casemiro, Lucas Paqueta, Wang He-chan, Lee Jae-sung. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. Vinicius Junior mit dem Ball. Alex Sandro. Was macht er draus? Genau hinschauen jetzt. Casemiro. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Da passt der Torhüter auf. Kurzer Eckball. Lucas Paqueta. Ball bei Marquinhos. Er nimmt ihn direkt. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Klasse Parade. Und das war wichtig. Weiter nur ein Tor hinten. Alles noch machbar. Alles noch drin. Oh, das wird gefährlich. Außen ist Platz. Da passt er auf und hat den Ball. Brasilien mit dem Ballverlust. Wang He-chan. Das könnte eine Gelegenheit werden. Boah, wie Alisson den noch gehalten hat. Das war eine Riesenparade. Was für eine Reaktion, was für eine Szene. Lee Jae-sung. Gut verteidigt. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Es gibt hier die Ecke. Jetzt die Ecke. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Vinicius Junior. Da ist der Ball jetzt weg. Wang He-chan. Sie suchen die Lücke. Aber Sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Casemiro. Lucas Paqueta. Und Neymar. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet.
Nun Danilo. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen es ja auch nicht zwingend. Die Brasilianer jetzt im Angriff. Sieht gut aus. Gehalten, aber weiter aufpassen. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft. Auf ihn ist Verlass. Vinicius Junior. Lucas Paqueta. Ball bleibt hängen. Lee Jae-sung. Da kommt der Pfiff. Das war's also. Die erste Spielhälfte hier im Lusail Stadium. Los geht's mit dem zweiten Spielabschnitt in dieser Partie, in der Brasilien knapp in Führung liegt. Rafinha. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Jetzt Neymar. Das Tor kann natürlich nicht zählen. Wissen Sie ja auch, das ist abseits, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Klare Entscheidung, das hat, glaube ich zumindest, jeder gesehen. Er geht dazwischen. Nun Danilo. Neymar am Ball. Klasse Aktion da. Abseits, keine Frage. Steilpass kommt zu spät. Da war die Lücke da, aber sie kriegen das nicht genutzt. Ja, das müssen sie besser machen. Können sie ja auch, haben wir alles schon erlebt. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Jetzt nehmen wir am Ball. Ball bei Fritz. Schön, wie sie da ihr Passspiel aufziehen. Sie verlieren hier den Ball. Super Pass! Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Casemiro. Und nun Danilo. Casemiro. Rapinha. Schöner Einsatz, Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Rafinha. Casemiro am Ball. Er kann es machen. Tor für Brasilien. Sie bauen den Vorsprung auf 2 Tore aus. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck.
da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Alexandro. Jetzt Neymar am Ball. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Neymar. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Neymar jetzt. Brasilien mit der Balleroberung. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Wechsel bei den Brasilianern. Danilo. Rafinha. Er hat weiter den Ball. Und er hat den Ball. Kim Jin-soo. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Ah, das ist natürlich nachlässig. Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das Abseits, dann sortieren sie sich neu. Und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Das war zu wenig. Und nun Danilo. Casemiro. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Rafinha. Und jetzt die Chance. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Lucas Paquetá. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ball kurz gespielt. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Lee Jae-sung. Jungmin Son. Pass zurück zu Son. Der Befreiungsschlag. Klasse gemacht vom Verteidiger. Da zieht er ab. Da sind sie wieder. Tor. Sie kommen wieder mitten rein in dieses Spiel. Nur noch eins. Jetzt bin ich gespannt. Ein Tor aus heiterem Himmel. Klingt komisch, ist aber so. Partie lief zuletzt eher gegen sie, aber das ist clever gemacht. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Fred. Lucas Paqueta. Rafinha. Oh, viel Platz jetzt. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Nicht drin. Und abseits ist es auch noch. Wir sehen es. Alle können sich wieder beruhigen. Alle können sich wieder hinsetzen. Nichts passiert.
3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und das war's nun für heute. Sie sind also weiter. Sie ziehen in die nächste Runde ein. Ganz enges Spiel. Am Ende setzen sie sich knapp durch. Hat nicht viel gefehlt, dann geht das Ding andersrum aus. Aber jetzt heißt es volle Konzentration auf die nächste Aufgabe. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Da, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute. Und jetzt geht's los. Brasilien im Angriff. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich Casemiro. Da passt der Torhüter auf. Jetzt Neymar. Fred! Das Tor kann natürlich nicht zählen. Wissen Sie ja auch, das ist abseits, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Rafinha. Casemiro am Ball. Er kann es machen. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Klasse gemacht vom Verteidiger. Da sind sie wieder, Tor! Sie kommen wieder mitten rein in dieses Spiel, nur noch eins!